Um bei Haaland und Bayern noch mal reinzukommen, haben wir eine Grafik vorbereitet, die mal so die unterschiedlichen Transferausgänge darstellen soll, Herr Reif. Wir haben mal noch mal den Zugang über die Bayern gewählt, denn in Sportbild stand es diese Woche gerade, Hasan Salihamidžić hat immer noch den Ehrgeiz, sich über diesen Transfer zu profilieren und ein großes, großes Zeichen zu setzen. Und dann haben wir noch mal geschaut, ja, die Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr, also 2022 im Sommer zu wechseln, oder aber 2023, oder aber es klappt gar nicht. Ich glaube, Sie favorisieren ja, wenn dann, eher 2023, oder? Ich favorisiere im Kopfe, sage ich, es hängt an Lewandowski. Und das ist ja nicht die Neuerfindung der Raketenwissenschaft. Wenn Sie mit Lewandowski verlängern, und wir reden über einen Spieler, den man ja nicht, es geht ja nicht um ein Gnadenbrot. Wir können doch Lewandowski nicht auf der Straße sitzen lassen, sondern das ist der, der Ihnen die alle Rekorde zerballert zurzeit. Immer noch. Und er wird einen längeren Vertrag haben wollen. Den letzten, dann bleibt er bei Bayern. Damit hat er sich. Also ich schätze 2-3 Jahre. Und das werden Sie entscheiden müssen. Und wenn Sie sagen, dass nee, dann setzen wir alles auf die Karte Haaland. Dort gibt es Mitbewerber. Wenn das dann schief ginge. Also deswegen, ich sehe, das hängt alles an Lewandowski. Lewandowski ist schon da, und Lewandowski zu schicken und zu sagen, jetzt probieren wir irgendwie Haaland zu kriegen. Wann, glauben Sie, fällt diese Entscheidung in diesem ganzen Haaland-Lewandowski-Paket? Weil das wird ja auch davon abhängen, wie welcher Verein das vorantreibt. Wann reden die Bayern wie konkret mit Lewandowski? Die müssen ja vorher wissen, wie so eine Einigung zu erzielen ist oder nicht, bevor sie dann bei Haaland wiederum ernst machen. Also es ist ja ein bisschen komplizierter, als einfach nur auf einen loszumarschieren und zu sagen, hier ist der Scheck, friss oder stirb. Und sie marschieren ja nicht alleine, das habe ich jetzt einfach verschwitzt noch hinzuzufügen. Es könnte sein, dass es doch irgendwo auf der Welt irgendeinen Club gibt, der sagt, sag mal, was hältst du davon, wenn wir uns um Haaland bemühen? Also da fällt mir Real Madrid ein, mir fällt Manchester United vor allem, fällt mir sehr, sehr ein. Und da hast du ja auch Konkurrenz, die auch sich vielleicht ein paar weniger Gedanken gemacht, wie sie es bei der nächsten Mitgliedervollversammlung der Welt erklären. So. Wie sehen Sie Lewandowskis Ruf gerade in der Fußballwelt? Natürlich ist er aktuell großartig, müssen wir nicht drüber streiten, das war vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert, aber wenn man sich versucht, in die Gedanken der Vereine hinein zu versetzen, 33, 34, 35, das zögert man da eher oder sagt man, egal, wir brauchen jetzt jemanden, der uns Erfolg bringt? Wo ist die Lücke, die jemand sofort stopfen müsste und sagt so jetzt all in? Newcastle von mir aus, wenn die denn die erste Liga halten, wonach es im Moment wirklich nicht so doll aussieht, mit dem ganzen Geld. Wer geht nach Newcastle und sagt, okay, dann helfe ich euch aus der zweiten Liga aufzusteigen? Also das glaube ich, das kein Geld ist nicht das Lebensziel von Lewandowski. Wo ist die Lücke, wo er auch groß zocken könnte? Auf der anderen Seite, ja, ich verstehe, wenn andere Vereine so aus ein bisschen Distanz sagen, Mensch, der ist doch aber schon 33 und 4, ne, und 5. Die Bayern wissen, wie er ist, weil sie ihn jeden Tag sehen. Und weil sie sehen, wie der seinen Job verrichtet. Und wie der in Stuttgart 2 Tore macht. Und wir regen uns alle auf, warum jubelt der nicht? Naja, weil du kannst ja nicht jedes Mal im Büro jubeln, wenn der Drucker mal funktioniert. So ist der. Fitter als alle anderen. Die Jungen müssen ja mit dem trainieren. Und dass die das zuweilen, weil die sagen, Mensch, wie macht er das? Ich muss jetzt hier wieder Runden rennen wie ein Depp, damit ich so eine, und krieg so ein Sechspack auch nicht hin. Also der ist fit, die Bayern wissen es besser als jeder andere. Sie werden sich in Kürze jetzt zusammensetzen. Und ich glaube noch nicht mal auch, dass Lewandowski sagt, so jetzt verzehnfacht mir das Gehalt. Ich glaube, also wenn Sie mich fragen, Sie Bayern würden einen großen Fehler machen. Deswegen nochmal, die Haaland wäre eine prima Bayern-Geschichte, aber die Zeitschienen, die laufen irgendwie aneinander vorbei. Und Haaland wird sich aber auch nicht hinsetzen, jetzt sagen Kinder, alles gut, dann warten wir noch 3 Jahre. Ihr ruft an, wenn ihr soweit seid. Das wird er nicht machen und sein Raiola wird es nicht machen. Wenn Sie mich fragen, war gerade eine schöne Formulierung von Ihnen. Das ist das Prinzip der Sendung übrigens. Aha, ja. Verstehe. Daran haben wir auch vor, bis auf Weiteres festzuhalten. Glauben Sie denn, dass Lewandowski Bayern, dass das so ein Januar-Februar-Thema wird? Ja, ich glaube, das ist ja jetzt schon. Man hat ein paar Dinge schon angeklopft und in etwa wissen die beide Seiten, woran sie sind.
Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Bayern wirklich mit sich auch ein bisschen ringen. Es gibt sicher den einen, hoffentlich gibt es dort auch widersprüchliche Stimmen, damit man sich reibt und dann zu einem vernünftigen Ergebnis kommt und nicht alles absegnet, was einer sagt. Deswegen ja, sie werden es sehr bald erledigen müssen, das Thema. Denn sonst diskutieren wir hier zu oft, für uns gut, für andere nicht so. Die Bayern spielen jetzt gegen Wolfsburg und Lewandowski, das müssen wir zu dem Thema noch mal erwähnen, kann noch einen Gerd-Müller-Rekord übertrumpfen. 42 Tore in einem Kalenderjahr, das hat Gerd Müller 1972 geschafft. Lewandowski hat es jetzt in 2021 auch schon geschafft. Ich entnehme Ihrer Mimik, Sie fürchten, dass er sich da auch noch heute ein Tor schnappt und auch es an der Stelle Gerd Müller überholt. Das eine oder andere spricht dafür, dass er, vor allen Dingen der Gegner, dass er nicht darum bittet, heute mal draußen bleiben zu dürfen. So, der macht sein Ding. Und wie gesagt, ich schätze den enorm, auch seine Entwicklung in den letzten Jahren, wie der sich zum Mannschaftsspieler entwickelt hat, über seine Quoten hinaus, sondern auch Teil des Teams ist. Die anderen mögen ihn. Und das war früher nicht so. In Dortmund, ich erinnere mich, in Dortmund gab es ja auch mehrere Polen in der Mannschaft. Und landsmannschaftlich, man jubelt hat. Der hat vorne die Tore geschossen, aber bis manch eine der zwei anderen Polen, bis der zum Gratulieren kam, war das Spiel leider schon wieder weitergegangen. Also das war eine solche Ich-AG wirklich. Das Musterbeispiel. Hat geliefert, also deswegen konnten alle damit leben. Aber das war nicht so eine Atmosphäre, wie die du jetzt bei den Bayern findest. Das ist auch für Lewandowski im Übrigen auch sicher etwas, was er sich nochmal überlegen wird. Der muss nicht mehr die letzten Brötchen zusammenkratzen, sondern kann jetzt schon zweimal warm essen. Der wird sich das auch überlegen. Wohin, wie reize ich die Bayern? Wie weit kann ich irgendetwas ausreizen? An welcher Stelle würde es schiefgehen? Und wo ist die Alternative? Sagen Sie mir den Club, wo Sie ihn jetzt sofort sehen. Paris. Wirklich schwierig. Nein, ganz ehrlich, zu Paris würde ich auch nicht gehen. Ich finde, Paris hat irgendwie so eine Entwicklung genommen, wo ich sage, da muss ich nicht hin. Und also, ich werde nicht gefragt. Als Mannschaftsspieler in einer Mannschaft wie Bayern, die so funktioniert, und dann siehst du Paris und sagst, ja, ist doch ganz schön mal mit den Globetrotters einmal am Wochenende im Park sich treffen und ein bisschen Zirkus machen. Aber so als Ding nicht. Real Madrid, Benzema. Vielleicht Man City. Aber die wollen ja Kane, wir wissen es. Sind die Dinge schon, glaube ich, ziemlich klar. Und gut, wir werden sehen, was passiert an der Stelle und wollen am Ende des Bayern-Themas noch mal ganz kurz auf die Hinrunde zurückblicken und lassen das zunächst mal den Trainer tun, denn Julian Nagelsmann hat sich dazu geäußert. Wir hatten, und ich klammer mal Augsburg und Frankfurt aus, Augsburg haben wir kein gutes Spiel gemacht, aber das, ja, kann, finde ich, passieren. Frankfurt haben ein sehr gutes Spiel gemacht und verloren. Keiner weiß so ganz genau, warum. Natürlich hatten wir einen extremen Dämpfer, aber der hat auch, finde ich, einen gewissen Prozess ausgelöst bei uns, dass wir einfach immer wieder auch sehen, dass keine Mannschaft dieser Welt irgendwie unfehlbar ist und dass mal Dinge passieren können, die völlig unvorhergesehen sind. Ihr wisst, über was ich spreche. Das hat Bayern München, auch ich, so noch nie erlebt und wollen wir auch ungern wieder erleben. Sprich, das war schon ein kleiner Dämpfer dieser Hinrunde, der einen kleinen Schatten auch drüber legt, aber jetzt nicht so, dass es gar kein Licht zu sehen ist. Ich finde, wir haben eine super Bundesliga-Saison gespielt, sehr konzentriert, Champions League genauso, sehr konzentriert, viele Tore. Wenn die Fans im Stadion gewesen wären, glaube ich, viele emotionale Momente auch beschert mit hohen Siegen, mit vielen guten Momenten. Von dem her bin ich insgesamt unglaublich zufrieden, wie ich im Club aufgenommen wurde. Ja, soweit Julian Nagelsmann. Das ist ja fast wie bei Harry Potter, wo der Name Voldemort von vielen nicht in den Mund genommen werden darf. Ja. Offenbar scheint dieses 0:5 in Gladbach, um das Julian Nagelsmann hier kreiste, ohne es auszusprechen, doch die ein oder andere Spur zu hinterlassen, oder? Ja, weil er zu 80% als Trainer spricht. Das war gut, das hat einen Prozess ausgelöst. Und dann kommt alles Theoretische, was man so nachvollziehen kann. Und 20% hinten sind, wenn ihr das noch einmal macht, bringe ich euch alle um. So und ist der Titel auch, der da weg ist. Ja. Es ist halt mehr als eine Pleite. So, und so ist der. Und das ist authentisch. Wirklich, ich kann das Wort schon auch nicht mehr hören. Authentisch. Nur das macht ihn aus. Es ist halt gut, authentisch zu sein in einem solchen Umfeld, das so liefert. Das passt enorm. Dass es nicht schief gehen würde, denke ich, das wussten wir. Aber dass es so gut klappt, ist für den Rest der Welt nicht tröstlich. Er hat das zum Abschluss noch als kleinen Schatten bezeichnet, dieses Aus im DFB-Pokal. Wie groß sehen Sie den Schatten, dass dieser Titel nicht nur so früh weg war, sondern dass er eben auch durch so eine Klatsche verloren gegangen ist?
Nochmal, als Trainer, Versteher würde ich sagen, ja, das war gut, habe ich ja sofort gesagt, das wird dem gar nicht mal so unrecht sein. Lieber einmal so richtig fünf, damit auch keiner sagt, na Chef, war aber auch ein bisschen Pech dabei, oder? Nee, da war gar kein Pech dabei. Aber auf der anderen Seite, er will alles gewinnen. Der DFB-Pokal ist eine schönere Sache dann, wenn man dann in Berlin zugucken muss, wenn andere kicken. Aber das können sie noch am ehesten verschmerzen.